Hey, Schatz, herzlich willkommen zurück beim Raymond und der Appelkiste für die nächste Folge Superliminal, wo wir immer noch leicht verwirrt sind. Ich hätte so gerne ein bisschen Licht, um da noch ein bisschen rumleuchten. Ja, die Rätsel hören und hören nicht auf und sie werden einfach immer schwieriger. Ich will da noch ein bisschen schauen, ob da irgendwo etwas ist. Wir haben ja eigentlich haben wir nur etwas entdeckt bis jetzt, wo nicht dem offiziellen Weg entsprochen hat. Wäre eigentlich cool, wenn wir noch mal etwas finden würden. Irgendwo da so. Also. Aber das scheint leider Gottes nichts zu sein. Okay. Und die Lampe können wir auch nicht mitnehmen? Nein. Dann gehen wir wohl oder übel weiter. Und wir müssen endlich irgendwie da raus. Es ist. Also etwas, was das Game natürlich vollkommen richtig sagt, ist. Es ist schwierig, andere Perspektiven einzunehmen. Das kann, glaube ich, jeder von uns bestätigen. Teilweise ist es echt nicht so einfach, aber es wäre hin und wieder mal gut, sich auch mal in die Sichtweise von jemand anderem probieren zu versetzen und vor allem ihren Antrieb zu erkennen. Gerade wenn du schwierige Gespräche hast oder jemanden willst überzeugen, mal sich in die Sichtweise von sich in die Sichtweise von der anderen Person zu versetzen und ihre Ziele vom Gespräch zu beurteilen und daran zu denken, was ihr könnte wichtig sein, das kann enorm helfen. Habe ich das Gefühl. Zum Glück habe ich praktisch nie schwierige Gespräche, bin ich viel zu viel geliebt und ich gehe dann meistens aus dem Weg. Zack. True Story. Wo fahren wir jetzt her? Exit temporarily moved. Ja, okay. Dann move wir da raus. Hall 01. Perception is not reality. Ja, was jetzt? Machen wir ihn fertig. Wollen wir nicht oben durch? Habt ihr das auch gesehen? Ich glaube, da müssen wir irgendwie oben durch. Mitnehmen können wir da nichts. Ich komme aber auch nicht rauf. Das nächste Rätsel. Nein, nicht okay. Da müssen wir doch sicher irgendwie. Aber ich kann ja. Ich kann mich eben auch nicht bücken oder so. Oh, jetzt ist es auf einmal da. Hall 02. Da über. Jetzt sind wir schon bei Hall 03. Jetzt sind wir wieder bei Hall 01. Ja, geil. Okay, da kann man definitiv nicht auf. Ich muss es nicht probieren. Wir gehen über. Dann da über. Dann sind wir noch bei Hall 01. So, wenn wir den Quest reinlaufen. Das Rätsel, das ich nicht checke. Immer der gleiche Weg, okay. Kommt darauf an, in welche Richtung dass wir zuerst schauen. Nein, okay. Da durch zuerst schauen. Da durch zuerst schauen. Wieder da durch. Immer in die andere Richtung, wo der Pfeil zeigt, glaube ich. Ach, schön. Oh. Das ist so laut.
Sound zieht langsam ein bisschen an. Ein Pool. Ich hätte jetzt wieder den Pool fluten. Das geht schon gar nicht. Dann ist er einfach weg, das finde ich jetzt nicht ganz fair. Aber nehmen wir halt den. So, hello. Wir kommen immer weiter, oder kommen wir immer weiter weg? Das ist doch die gute Frage, oder? While we respect the unique progress of every patient, you must understand that it is possible to completely exhaust your supply of dreams, thereby entering a state in which you will not be able to wake up, even with the help of triggering mechanisms. Wait. Es verändert sich mir ein bisschen zu viele Sachen aufs Mal. Können wir nicht einfach irgendwie ein bisschen rauskommen bei dem Spiess? Du bist so völlig lost. So völlig verwirrt. Gehen wir mal da durch. Nein! Ich bin verloren. Ich bin nicht gern verloren. Perception is reality. Oh nein. Boah. Vertrau mir denn viel überhaupt? Okay, ja. Please listen carefully for the sound of an alarm clock, which will automatically play if you are approaching a destabilizing dream weight. Alles eine Frage von der Perspektive. Und weggestürzt. Wow, jetzt ist es aber langsam wirklich ein bisschen crazy. Also, dann suchen wir mal ein paar Wecker, oder? Moment, das ist. Moment. Das ist nur Karton. Das ist auch nur Karton. Das sieht bis jetzt noch real aus, dann, aber das wird jetzt dann auch bald nur Karton sein. Ja, genau. Ja, verarscht uns doch nicht. Okay, was haben wir da in der Mitte? Auf einmal aus dem Nichts. Wir hören wieder den Wecker. Wecker ist ein gutes Zeichen, so wie ich das vorher verstanden habe. Gang immer zum Wecker. Auch wenn das niemand will hören. Also die verschiedenen Loading-Buttons sind einfach lustig. Finde ich. Nachbefolge mit dem Auto fort. Wir kommen eben neue Nachbarn. It appears you have entered the Sonasculpt diagnostic framework. Patients do not have access to this dream. Sollten wir nicht da sein? Sollten wir da sein? Diagnostic warning. Unrealistic use of dream objects may result in dream integrity fail states. Ja, ich glaube, wir sind eh schon so dick drin, da spielt es auch keinen Ruggel mehr. Oh nein. Hm.
werden wir ein bisschen petit, nicht wahr? Jetzt ist die Frage, können wir als kleiner Manöckel da etwas mehr machen, müssen wir da unten durch. Dann müssen wir aber noch enorm klein werden. Hey. So klein. Dann matschen wir mal über. Dann können wir vielleicht da unter der Tür durch oder so. Ich würde so gerne ein bisschen rennen. Aber das geht auch wirklich nicht. Hopp, 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 hopp. Ja, ist jetzt die Frage, ob das richtig ist. Weil das ist jetzt wirklich enorm langsam. Aber ich glaube, so falsch ist das nicht. Oder echt schon? Müssten wir uns echt riesig gross machen. Gut, vielleicht haben wir es jetzt auch gerade ein bisschen übertrieben mit dem Klima, aber ich glaube, so können wir da nicht durch. Wow! Wir können leider wirklich nicht rennen. Wow, was war das? Wir können leider wirklich nicht rennen. Hätte ich mich ein bisschen grösser machen sollen, könnt ihr das mal da übernehmen. Hopp. Dann müssen wir nachher nicht mehr so weit, falls das jetzt wirklich falsch wäre. Ja, und sonst so bei uns so. Ferien und so, läuft. Ist gut gewesen. Schön. Paradox Prevention Protocols may not be fully implemented. Das war Wahnsinn. Ja, geil, meine ja. Bin gerade zelten. Mega schön gewesen. Wie wahrscheinlich alle im Moment, oder? Ja, wir gehen ins Licht. Ich habe irgendwie das Gefühl, das war nicht die Meinung vom Spiel. War ich irgendwie so das grobe Gefühl, weil wir sind so elendlangsam, das kann ja fast nicht sein. Aber wir probieren das jetzt. Da sehen wir nämlich auch, dass die Kisten fliegen. Wow. Okay. Ich habe so das leichte Gefühl, dass das nicht richtig ist. Und ich komme da einfach nicht durch. Willst du mich verarschen? Ich komme nicht zu der Tür. Jetzt haben wir das alles. Ich muss doch da durch. Okay. Diagnostic warning. Paradox prevention protocols may not be fully implemented. Okay, so sind wir wieder ein bisschen grösser. Ja, da draussen sieht es zwar auch nicht so aus, als wäre da irgendetwas. Irgendwie. Machen wir es halt mal. Es fängt auf einmal an schneien. Wieso schneit es? Sind wir wieder gross? Jetzt machen wir uns noch riesig. Ha. Was haben wir da? Müssen wir uns echt wieder klein machen, aber... Aber an einem anderen Ort. Dass wir da irgendwie rein können. Diagnostic warning. Paradox prevention protocols may not be fully implemented. Help wanted. Ah, schau jetzt da. Wir müssen aber noch ein bisschen kleiner haben. So ungefähr echt.
Nein, noch kleiner. Wenn es noch lieber Möpeti. Können wir es so echt machen? Muy petit machen. Ich glaube, es ist immer noch too grande. Ach, komm schon. Spiel, lass einfach zu. Ich will doch jetzt da. Ach. Diagnostic warning. Paradox prevention protocols may not be fully implemented. Wenn es noch ein bisschen kleiner machen. Machen wir mal so. Jetzt sind wir wieder enorm petit dann. Aber ich glaube, jetzt sollte es funktionieren und da ist ja Help Wanted. Uns sieht man leider nicht. Okay. Jetzt sollten wir aber da hinten reinkommen. Ja, bei weitem lange das Pinsel. Auch nicht. Ist da noch unser Auftritt? Guni. Gemaroni. Oh, Diagnostic warning. Paradox prevention protocols may not be fully implemented. Ist eigentlich ein Maroni. Ja, okay. Ich sehe, Musikerkarriere ist bei mir eher schwierig vorstellbar. Schreibe jetzt wieder alles so klein, dass man ja nicht lesen kann. Ein Riesengetränk. Ein Rest, ja? Mit Live-Auftritt. Das wäre doch mal geil. Es gibt so Perception is Reality. Die einen sagen, das ist nicht Reality. Das ist ja wie wenn irgendetwas Google ist. Ist Milch gesund? Ja, nein, kommt drauf an, weiss nicht, ja, nein. Tja. Auch wenn es noch ein schönes Restaurant ist, frage ich mich. Wie haben wir da wieder raus? Diagnostic warning. Paradox prevention protocols may not be fully implemented. Wir können es leider nicht mitnehmen. Aber es funktioniert. Da ist auch nichts. Die andere Frage ist natürlich, ist das wirklich da, wo es weitergeht, oder ist das einfach nur so? Ist das da oben ein Führer? So ein automatischer Führdingsbums. Das Spiel macht mich fertig, merkt ihr das? Hilfe! Ich gehe mal hinter die Bar, komm. Vielleicht haben wir da noch irgendetwas. Glenn Pierce, das ist der Doktor. Diagnostic warning. But am I made of money? Paradox prevention protocols may not be fully implemented. Das Relax im Gas kostet gerade etwas.
Und noch ein Reispudding hat er auch noch abgestellt. Und 34 Feuerlöscher. Für 10 Reisen, krass. Ein paar Sodas, ungekühlt. Sicher auch nicht ganz das Beste. Ja. Und sonst so. Ich will gerne aus dem Restaurant wieder raus und eine enorm schlechte... enorm schlechte Bewertung zurücklassen. Der Grund ist, kommt nicht raus. Kommt einfach nicht mehr raus. Yeah, laufen wir über die Pflanzen. Was haben wir denn da? Da können wir auch nicht nehmen. Diagnostic warning. Paradox prevention protocols may not be fully implemented. Und vor allem wird man nie gesightet. Das ist auch so daneben. Ist das einfach irgendein zusätzlicher Raum noch, den wir festgestellt haben, oder geht es da wirklich weiter? Gerade so im Moment habe ich irgendwie nicht das Gefühl, dass es da irgendwie weitergeht. Aber wenn wir da hin und wieder rausgehen, habe ich eben auch nicht wirklich das Gefühl, dass es irgendwo weitergeht, oder? Haben wir da noch rein? Nein. Hinten vielleicht irgendwo? Diagnostic warning. Paradox prevention protocols may not be fully implemented. Mes amis, je ne sais pas où je dois aller. Wie seht ihr das? Es sieht doch schon so aus, als würde es da weitergehen. Ich kann auch nichts antatschen da rein. Ich bin ein Besteck. Ja, ich würde sagen, ich mache es mal so, ich schaue mal ein bisschen weiter und nehme euch dann wieder dazu, sobald ich etwas gefunden habe. Ich bin Popcorn! Diagnostic warning. Paradox prevention protocols may not be fully implemented. Und dann sieht man sich in der nächsten Folge wieder. Oh mein Gott, ich habe keinen Plan, wo ich durch muss. Da lässt es irgendwie immer erst recht spät, aber ich glaube, das hat nichts. Irgendwie nichts zu bedeuten. Ich schaue mal, was ich herausgefunden habe. Und sobald ich herausgefunden habe, wie es sollte weitergehen, nehme ich euch dann wieder dazu in der nächsten Folge. Danke fürs Dabeisein in dieser Folge. Wäre cool, wenn man sich in der nächsten wieder sieht. Bis dahin, bleibt zu. Macht keinen Scheiß. Und